Ja, nach einer knappen Stunde ist also der Einstieg vom Heidsteiger erreicht. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden als Mann. Gewidmet der Sicherheit in den Bergen. Ja, wunderhübsch, ne? Ja, bergfrei vom Brennerwandkreuz. Hallo und Grüße vom Parkplatz Oberalp von Chris Leitenhof. Ich bin Flat dabei und heute geht's auf eine Abendtour in Richtung der Brennerwand. Hinter mir sieht man schon ziemlich verblasst, der Göbel-Kühnsteig zur neuen Seehütte und da ist ein Brennerwandsteig, neuer Heidsteig und der Holzknechtsteig angeschrieben. Ja, da machen wir uns jetzt mal einen Aufstieg und dann werden wir schauen, was es so tut in der Nähe der Brennerwand. Aber vermutlich wird es der Heidsteig werden. Ja, gleich am Anfang kann man die Vorstraße anschneiden. Schaut aber wenig einladend und erdig aus. Und von daher gehen wir uns doch einmal gemütlich da ein. Ja, das zweite Steigerl schaut deutlich einladend aus. Das nehmen wir doch, oder? Oder lassen wir uns nicht lumpen. Da hat Regen, diesen Steig, wie man im unteren Teil sehen kann, schon ziemlich ausgewaschen. Und jetzt ist es ein bisschen besser. Nur einmal berühren wir die Vorstraße. Dann kriegen wir einen ersten Einblick. 2 Stunden zur Seehütte. Heidsteig, Brennerwandsteig, Holzknechtsteig. 2 Stunden. Wir haben nur ein bisschen Sonne. Das ist sehr gut. Weil ich bin relativ spät am Abend unterwegs. Das heißt, es ist schon auch 17 Uhr. Das bringt mir hoffentlich heute noch ein einsames Klettersteigerlebnis in der Abendsonne. Ja, noch einmal gehen wir an die Vorstraße. Und jetzt geht es dann da durch diesen Fichtenforst auf den Riedel rauf. Das ist ein richtiger Fichtenacker. Also ein bisschen trostlos, ne? Ja, auf einer Höhe von ca. 1160 Meter gehen wir noch einmal an die Vorstraße. Und jetzt schaut das Gelände ein bisschen freundlicher aus. Markierungstechnisch gibt es hier jetzt noch keine Blöße. Holzknechtsteig, Seehütte, Heidsteig, Brennerwandsteig. Alles da eine. Die Rax ist eines der Gebiete, wo Wind Hochquellwasser herkriegt. Und damit ist das da ein großflächiges Quellschutzgebiet. Und demzufolge ist halt das Biwakieren nicht wirklich erwünscht. Ja, das schöne Wald, deswegen wird sich wohl kaum jemand an diesen Aufstieg machen. Da muss noch was kommen, denkt man sich. Ne? So, hier scheiden sich die Geister in Holzknechtsteig und Heidsteig und Brennerwand über den Brennerwandsteig. Da gab es ein Bründel, wenn jemand Wasser braucht. Ja, schaut, da kommt ja tatsächlich noch was. Wer hätte es gedacht? Ha? Schaut abweisend aus. Ha? Ja, gerade noch rechtzeitig zur Sonne haben wir es geschafft. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. So, da oben kann man schon mal einen Steigbaum erkennen. Da geht es durch für uns. Der Heidsteig ist ein echter Klassiker in den Ostalpen. Er ist mit C, D und bei Nässe eher mit D zu bewerten. Also ist nicht mehr einfach. Es ist eindeutig kein Einsteiger- und Anfängergelände mehr. Schauen wir mal, wie wir das da am besten machen. So da vielleicht. Ja, nach einer knappen Stunde ist also der Einstieg vom Heidsteig erreicht und wir stehen da mit einem herrlichen Ausblick und haben gerade noch eine Sonne. Ist doch super. Ja, jetzt wird es Zeit fürs Anschauen. Dann mal schnell das Xero wirklich richtig anlegen und dann geht's einmal los. Thank you.
Ja, das ist ja gleich am Einstieg ein wunderbares Erlebnis mit dieser schönen Rinne da. Die alten Versicherungen hängen da noch erinnern. Die Stange zumindest. Aber ein Seil gibt es keins mehr. Ja, blau markiert war der Übergang hier oben. Dann halten wir sie ja dran. Ja, man darf sich nicht täuschen lassen. Da beim Einstieg gibt es ja der Heidsteig noch recht zahm. Das ändert sich aber da. Man schaut den Steigbaum da. Aber das Gelände ist schon deutlich steiler. Ja, zum Glück ist der Steigbaum historischer als das Stahlseil. Weil der Steigbaum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Baujahr 1908. Also ohne den Steigbaum war es doch reichlich ungemütlich. Ja. Also man merkt, wir sind in einer Wand. Ja, ausgesetzt ist da schon bei der Gehung. Und vor allem ist auch der Fels abgespeckt. Und muss aber sagen, das ist wenigstens nirgends so anstrengend und unangenehm zum Umhängen. Da war noch mal ein Trittbügel. Ja? Inzwischen liegt es da unten, diese Schottermulde, schon ganz im Schatten. Und ich habe es gerade noch erwiesen mit der Sonne. Das ist da um. Schauen wir dann am besten. Geh ganz um da, oder? So, das ist der Aufschwung. Der ist fast senkrecht. Ich möchte da ungern die Karabiner auslassen, weil ich ständig hängen bleibe sonst. Jetzt ist das klettertechnisch vielleicht auch 100%ig wasserdicht. Ja, wenn man da groß ist, hat man riesen Vorteile. Also gerade der Schritt da, ist, wenn man sich da einfach auf der Stange festhalten kann da unten, dann ist das gar kein Problem. Wenn da jemand ein bisschen kleiner ist, dann wird es so richtig mühsam. Okay, das ist trocken. Und hat eine gute Erhöhung. Damit ist da überall bequemes Umhängen möglich. Bei Nässe und ein Viertelgrad. Doch einmal nachzahmen. Na gut. Ja, schauen wir doch. Ganz kleine Blumen haben sie dann die Wand verirrt. Das ist wirklich wunderhübsch da. Wenn man den Schwierigkeitsgrad mag, ganz ein großes Erlebnis. Der Heidsteig ist total gutmütig, was das Umhängen betrifft. Da gibt es keine einzige gemeine Umhängestelle. Das ist alles recht easy. Ja, immer an der Sonnenkante. Ja, super. Ein wunderschönes Gelände auch noch dazu. Jetzt haben wir dazwischen also ein bisschen ein Gehgelände, bevor wir die nächsten Versicherungen anfangen. Und da vorne kommt der zweite Steigbaum in Sicht. Also da kann man sich
einigermaßen sicher fühlen. Ja, Aussicht und Landschaft werden immer großartiger. Wir gehen da jetzt unter den Überhängen wieder um. Und mir kommt die Sonne abhanden. Ist das natürlich von vielen tausenden Schritten ziemlich abgespeckt. Ja, Gott sei Dank an einer Stelle, wo man das ziemlich wurscht sein kann. Na, der Steigbaum, der hat mehr gelitten. Ja, der Tiefblick. Ist natürlich ein Wahnsinn. Aber dadurch, dass man da überall einen schönen Referenzpunkt hat, kommt einem das gar nicht so schlimm vor. Also jedenfalls mir nicht. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. Also, da darfst du nicht schummeln. Das ist da ein leicht abdrängendes Gelände. Oh, auch halb so tragisch. Das ist ja das Gute, dass man auf seinem Klettersteig immer was zum Tun hat. Und die Trittsicherung schon mal da ist, muss doch. Da kommt man gar nicht auf die Idee, dass man schwindelig wird. Ja, bequeme Steigbügel. So. Jetzt kommt diese Rinne da, die eine Schlüsselstelle auf dem Heidsteig darstellt. Wenn die nass ist, dann ist sie sehr unangenehm. Ja, bislang da in diese Rinne rein, ein wunderschönes Erlebnis, ist natürlich wirklich teilweise ausgesetzt und keinesfalls zum Unterschätzen. Ja, schauen wir mal, was die Rinne da noch so kann. Haha, lieb, schön da. Ja, wunderhübsch, ne? Den Blumenschmuck da, das muss man zu schätzen wissen. Da ist jetzt abgespeckt, was wir. Jetzt braucht ein bisschen eine erhöhte Kraft davon. Wenn man groß genug ist, ist bei all diesen Stellen das Umhängen gar kein Problem. Und damit ist der Steig auch nicht wirklich krafttrabend. Das ist eine kleine Leiter. Praktischerweise gibt es da so einen Stift, der das bequeme Umhängen leicht macht. Er macht uns das Umhängen leicht, aber es weiterkommt dann nicht. Ja, es wird empfohlen, dass man diesen Riss da möglichst weit außen klettert. Und probieren wir das einmal. Das ist da definitiv die Schlüsselstelle. Das ist sicher bei Nässe grauslich der Riss. Heute bei trockenen Verhältnissen ist einfach nur der aufgespeckte Fall ein bisschen eine Herausforderung. Jetzt darf man sich noch mal anschauen, was man geschafft hat. Ja, ich glaube fast heute war ich der Letzte am Heidsteig.
So, da ja. Doch noch mit der Sonne. Aber vorbei geht das hin. Sind jetzt noch mal zum Sporen gewesen. Jetzt sind wir da noch. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden als Mahnung. Gewidmet der Sicherheit in den Bergen. Da ja. Das steigt hoch. Einen coolen Ausblick, oder? Ja. Da geht es ganz schön runter. Und da sieht man einmal auf den Holzknechtsteig. Und da drinnen liegt im Sattel die neue Seehütte. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich da ein bisschen auf Tempo drücke. Aber das Ganze noch bei Sonnenschein begehen zu können, ist natürlich schon sehr verlockend. Immer noch so blau markiert. Da durch dieses leicht felsige Gelände. Weiter. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das ist da ein lockerer Schutz zum Teil. Feldsteig. Ja, überwiegend Gehgelände mit maximal zu Hilfenahme der Hände. Vielleicht eins minus. So. Diese Rampe da ist sehr gutmütig. Aber jetzt gehen wir es wieder auf. Das hat eine Drittstifter. Ich nehme ein. Ja, da merkt man auch, dass das Gelände nicht viele Alternativen lässt. Ja, ein bisschen ein Gelände. Da ist fast abseits der Seilsicherung noch angenehmer zum Gehen. Ja, von der Sonne her reichert es noch. Aber von der Wegführung her gerade nicht mehr. Aber jetzt. So. Ein Spreizschritt. Ja, wieder so eine von den Passagen, wo einfach größere Kletterer entscheidenden Vorteil sind. Es ist wirklich so, man hat bei jeder Umhängestelle von unten bis oben immer einen super sicheren Stand. Es ist wirklich nirgends über Gebühr anstrengend. Ja, das Ziel ist zum Greifen auch. Und wir haben es ganz knapp geschafft. In der Sonne. So, da. Ende. Versicherungen. Ist das etwas? Von der Ende da gerade noch, hä? Ja, ja, was ist, wenn's aus ist? So, ja, kurzes Resümee für den Hans von Heidsteig. CD. Das passt schon so. Sicher nichts für Anfänger. Trotzdem sehr freundlich angelegt. Und ohne Nässe geht es, ist nicht allzu kraftraubend, passt. Ja, und landschaftlich lasst natürlich keine Wünsche offen. Jetzt werden wir aber die Sonne nicht da genießen, sondern wir steigen noch auf den Gipfel von der Brennerwand. Ja, der Sonnenuntergang schauen wir uns doch am besten von ganz oben an. Ja, ist auf keinen Fall zum Unterschätzen. Ich bin jetzt
auch kein besonders erfahrener Klettersteiggeher. Allerdings schon so weit, dass ich schon die Stellen auf Übungsklettersteigen vorher gegangen bin und dafür ungefähr gewusst habe, was mich da erwartet. Ist sicher ein Klassiker und eines der ganz großen Klettersteigerlebnisse in Niederösterreich. Ja, bergfrei vom Brennerwandkreuz. Nach ein bisschen mehr als 2 Stunden Aufstieg. Wir sehen drüben Schneeberg Klosterwappen. Einen ganz einen herrlichen Ausblick da oben in Richtung Reichenau. Man darf gespannt sein, wo da der Brennerwandsteig oben verläuft. Es muss da vorne irgendwo sein. Drüben der Sonnwendstein. Wunderbar. Wenn man da oben schaut, sieht man in die Grisleiten. Was hat da unten? Steht da drüben was beinahe gescheit. Auch von dort könnte man umgehen. Es ist aber vermutlich kein besseres Erlebnis und umständlich über die Vorstraßen. Ja, nach Westen zu wird die ganze Geschichte natürlich jetzt vom Raxmassiv dominiert. Da hinten mit diesem Denkmal da oben, das ist die Heukuppe, also die höchste Erhebung der Rax im Steirischen Angers. Jetzt eine ins Höllental runter und da hinten war eine Scheibwaldhöhe. So, da beim Brennerwandkreis gibt es jetzt einmal eine kurze Rast. So, nach Sonnenuntergang wird es jetzt rasch kühler. Darum werden wir uns da wieder auf den Abstieg machen. Ich mache mich da jetzt weiter am Brennerwandkreuz vorbei noch in Richtung Draxseilbahn als Dorf. Aber natürlich nicht wirklich bis dorthin, sondern ich werde über den Brennerwandsteig absteigen. Das ist im Vergleich zum Holzgängersteig vermutlich die angenehmere Variante. Ja, frisch ist, das Jackerl vertragt man. So, Brennerwandsteig, Grisleiten, Parkplatz 2 Stunden. Na, das glaube ich wieder nicht. Uiuiui, da ist ja steil. Na schade, ich will die Kamera nochmal weglegen. Der Brennerwandsteig ist jetzt auch gar nicht so ohne. Da im oberen Teil nämlich auch leicht erdig. Und ist schon zum Aufpassen. Der Brennerwandsteig hat ein paar versicherte Passagen und wird mit A, B bewertet. Ist aber trotzdem ein beliebter Abstieg für die Leute, die den Heidsteig gegangen sind. Das ist leider viel Geröll. Ja, das hat die Naturweise eingerichtet, dass da nicht überall die Laschen wachsen. Die sind das nicht gewohnt, dass um der Zeit noch irgendwer auf dem Steig wandert. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt mehr gerechnet, dass man gar so viel Gams sieht. Da ist jetzt so ein Stuhl, wo man ein bisschen ein Seil hat, weil das Schotter ist gar ein bisschen unangenehm da. Ist aber jetzt natürlich nichts, wo man das Klettersteigset brauchen. Da wird es dann schon spannender. Da ist da ohne Nässe problemlos machbar. Aber an den versicherten Passagen da jetzt niemanden stecken. Es ist immer wieder schottrig und auf den Platten kann es glatter sein, als man glaubt. Jetzt in der einbrechenden Dunkelheit erfordert das auch nochmal alle Vorsicht. So, noch einmal ist das Gelände ganz kurz versichert. Ja, schaden tut sich nicht die Versicherung. Ne? Da ist es super markiert. Geht da über den Riedel noch weiter. Jetzt hat man einmal die gröbsten Schwierigkeiten hinter sich. Ja, jetzt geht es da kurz in der Rinne runter. Aber gleich wieder auf der Seite außen. Lichtmäßig sind wir dabei noch ganz gut im Rennen. So, da von dieser Steinerritschen dürfen wir sie nicht verlocken lassen. Wir gehören schon noch da oben.
Ja, der Steig macht wirklich alles, damit er so sicher im Gelände wie irgendwie möglich verbleibt. Dass man alles, was Steinschlag gefährdet ist oder Ausrutsch gefährdet, ist so gut wie möglich vermieden. Baumschwung nochmal. Ah, da jetzt, das sind die fast schon allerletzten felsigen Passagen. Aber wer will sich das bei so einer Stimmung nehmen lassen? Ja, da sind wir jetzt schon scheinbar in Sicherheit in Raschengassen herinnen. Das Gelände ist aber immer noch ein ziemlich unangenehmes Geröll zum Teil. Jetzt aber endgültig auf diese Steinerischen da. Da sind Leute wegen Verlockungen erlegen und haben ein paar Abschneider gemacht. Ne? Aha. Da weiter. Na gut. Dann da weiter. Ja, man kann selbst da einen Weg abfahren. Wenn man das will, dann braucht man den Abschneider gar nicht dazu. Das ist einfach so viel Schade, dass das wunderbar geht. Ich hab da nicht ganz Zeit. Und da Erde. Ja, ganz im Abendlicht sieht man noch eine schöne Impression von der Brennerwand. Ich weiß nicht, wie gut die Kamera jetzt noch ist. Zum Gehen ohne Licht reicht es noch dick. Also kann man jetzt aber schon langsam wieder in den Wald rein. Ja, im Wald ist die Situation natürlich klar ganz andere. Der Himmel ist weg und damit sieht man dann immer mehr viel. Ja, da im Abstieg ist der Steig mindestens genauso gut markiert im Wald wie oben. Das heißt, verirren wir ihn vermutlich nicht. Allerdings werde ich auch nicht allzu viel Gas geben, weil wenn man mit alles verstolpert, dann hat die Bergrettung einiges zu tun, bis mich findet. Ich habe natürlich Bescheid gegeben, auch wenn ich die Tour allein absolviert habe und habe jemandem gesagt, wo ich hingehe, wann ich dort hingehe, wann ich mich wieder melden tue. Und ich werde natürlich von diesem Plan auch keinesfalls abweichen. Ich habe da die Gelegenheit gehabt, mich zwischendurch einmal vom Gipfel zu melden. Die ganze Geschichte hat also ein bisschen Update gekriegt. Das empfehle ich auch an jeden, wenn er unterwegs ist. Selbst wenn ihr zu zweit unterwegs seid, sagt es irgendjemandem, was ihr vorhabt. Das ist im Ernst vor eurer Rettung. In der Finsternis ist wieder die Abzweigung erreicht, wo man in die eine Richtung Heidsteig, in die andere Richtung Brennerwandsteig hat. Das heißt, wir sind beim Bachinger Bründel. Ja, ich brauche jetzt aber kein Wasser, ich habe nämlich noch Wasser. Und damit mache ich mich ganz flugs jetzt wieder an den Abstieg. Riesleiten. In grün. Da sieht man ein bisschen was vom Himmel. Ne? Da sieht man noch die Kamera. Aber im Wald, da geht halt gar nichts. Ja, wieder Vorstraßenquerung, immer noch grün. So, da nochmal Wegweiser. Ja, wir haben die Vorstraße, ne? Entlang der gelben Markierung weiter absteigen. Und da sparen uns ein bisschen den Hatscher. Da geht es ja ganz gut. Ja, zurück auf der Vorstraße sind wir. Da wird man jetzt nicht draußen von wie viel mehr sehen. Aber in Sicherheit. Ja, inzwischen bin ich wieder beim Parkplatz angekommen. War eine herrliche Tour. Darf man natürlich trotzdem nicht unterschätzen. Ist immer ein Eingang am Abend natürlich auch oben da. Herrliche Wand, ein herrlicher Steig, ein knackiger Absteig. Ganz einsam unter der Woche im August wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, dass man das begeht, sinnvoll noch nach der Bürozeit. Ich werde jetzt schauen, dass ich mich wieder zurückmelden kann, sonst machen sie die alle Sorgen an mich. Das war es jetzt von mir, vom Heidsteig und vom Brennerwandsteig. Ich bin gerade dabei und vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Da hat man so große Steinmänner oder Geschlechtergerechtheit, Steinpersonen auf den Riedel laufen. Deutlich nach rechts ansteigend. Ja, ich kann mir das Bründel heute sparen. Ja, gut vorgesagt. Wieder ein Liter Trinkwasser. Ja, ich brauche jetzt aber kein Wasser. Ich habe nämlich noch Wasser. Hat sich definitiv ausgezahlt, daher zu kommen.